Jetzt nochmal zum Thema Stahlarena. Gut, was haben wir jetzt? Lin. Moin Moin und herzlich willkommen zu Pokémon Reborn. Manche wundern sich jetzt, dass wir jetzt hier wieder starten in der Wüste, da wir ja letztes Mal eigentlich vor der Arena von Titania aufgehört hatten. Das werde ich euch mal ganz kurz zeigen. Ich habe meine Pokémon ein bisschen trainiert, also ein bisschen Level angepasst auf Level 80. Dass das so wieder einigermaßen in Ordnung ist oder so zusammen ist halt. Ihr wisst, was ich meine, ne? Damit das einheitlicher ist. So, zum anderen habe ich noch ein paar Pokémon gefangen, die mir halt noch fehlten. Wie zum Beispiel hier ein Stohlrak, ein Panzereron, ein Shiny Cavalanza, das habe ich gefangen. Und ja. Wir werden uns gleich wieder dahin begeben, nur Taka ist ja noch hier und das wollte ich eigentlich nicht verpassen, dass ich das war jetzt skippen oder so. Deswegen reden wir mal ganz kurz mit ihm. Was denkst du? DLC. Hunky Dory. Okay. Alles klar, wir folgen nochmal. Hallo Taka. Okay, schaut sich um. Nun, das ist perfekt. Yeah, magst es, ne? Yeah. Das ist meins. Okay, okay, das ist alles deins. Fühl dich frei. Hier alles sauber zu machen. wie es dir beliebt. Okay. Okay. Ja, wir schauen mal, was wir alles so für dich tun können. Okay, wenn du hier fertig bist, soweit, komm mal raus und spreche mit uns. Okay, everyone always excited to meet a new friend. Okay, wir begrüßen immer einen neuen Freund. Mhm. Okay, maybe you take her. Aha. Okay, Auröhnchen, danke, dass du mich hierher gebracht hast. Ich fühle mich gut. Vielleicht ist das hier okay. Okay, er will sich jetzt ein bisschen hinlegen. Und dann, ja. Na, lass uns später reden, okay? Gut, Taka ruht sich jetzt aus. Ja. Okay, so. Ist dann nun mal so, ne? Er hat ja Team Meteor verlassen und, ja. Gut, das heißt, wir gehen jetzt straight wieder zur Arena. Denn wir wollen gucken, was da abgeht. Ja. War hier komplett rum. Hier geht's aber noch nach unten, ne? Ja, warte mal, das checken wir mal kurz. Hier brauchen wir nämlich noch gar nicht. Unten. Okay, ein Item. Amulett-Coin, Münz-Amulett. Sehr schönes Item, geil. Nehmen wir gerne. Damit können wir das Preisgeld für Pokémon-Kämpfe verdoppeln. Das heißt, wir kriegen doppelt so viel Kohle. Und das ist gut. Gehen wir da unten irgendwo rein. Okay, wohin kommen wir hier? Geht's hier rein? Nee. Hier gibt's wieder wilde Pokémon, okay. Das Fiedenwand, Stalobo habe ich auch gefangen. Ne, hier geht's sowieso rein. Hier geht's auch noch runter, ne? Ah, hallo? Ein Shiny Rabigator. Ja, das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch gerne mit. Was will ich jetzt hier nicht drücken? Was will ich hier drücken? Gravigator. Ah. Okay, das ist ein bisschen eklig gerade. Wir kommen mit Sumpex rein. Da kommt ein Earthquake, ja.
Wir haben drei Sachen, die ihn sehr effektiv treffen, deswegen gehen wir für einen Earthquake. Outrage, okay. Das Ding dreht ein bisschen durch. Wir heilen erstmal Zumpex und dann schmeißen wir einen Ball. Weil ich will jetzt Zumpex jetzt nicht verlieren, wir zurückrennen müssen und. Ihr versteht, was ich meine. So, ich heißt, jetzt werfen wir Rebelle und Shiny Rabigator, ja, nehmen wir mit, ne? Lass dich fangen. Lass dich fangen. Lass dich fangen. Los. Gut, es verletzt sich selbst. Na komm! Ja, besiegt Zumpex. Ja. Können wir doch nochmal zurückrennen. Natürlich setzen wir noch ein Pokémon ein. Wir gehen auf Stalos, weil Outrage. Und werfen noch mal einen Ultraball. Das kostet so warm! Geht's dir gut? Rabigator, lass dich fangen. Ein Shiny, komm. Kann ich auch noch eventuell verschenken, wer es haben will. Dankeschön. So. Jo. Also wir haben, ich habe selber ein Ganoville, deswegen werde ich Rabigator hier nicht nutzen. Einfach nur des Habenswillens wegen Shiny. Gut, wo kommen wir noch hier hin? Da ist ein Zug. Ah, hier kommen wir zurück, ne? Oh, da oben liegt ETM, die will ich haben. Ja, wir gehen zurück. Und wir kommen an diese Seite ran. Aha. Okay, Starpiece. Das gibt Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Gut. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Ja, wir speeden hier ein bisschen durch, weil ich will gleich noch in die Arena rein. Und einfach mal Lucky Lucky machen. Gut, wir kommen hier in die TM. Wust. Okay. Wust. Nehmen wir. Nehmen wir einfach. Dann. Ja, wie gesagt, wir speeden hier mal eben. Ich will Zumpex nochmal eben kurz, ganz kurz heilen. Und dann rennen wir dahin zurück. Da mache ich wahrscheinlich einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder vor der Arena. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen gespeedet, zack hin. Wir gehen da jetzt auch sofort rein. Ich will jetzt nur mal ganz kurz gucken. Wir wissen von Titania. Titania ist eine Stahltrainerin. Das heißt Stahlarena. Könnte für Vulnona ziemlich übel ausgehen. Kokowai wird hier auch nicht viel reißen. Der Rest ist okay. Wir gehen einfach mal rein und gucken, was da abgeht. History und Literatur. Also Geschichte und Literatur. Hefe und Lütte. 200 Pass. Frost Edge. Okay. Gut. Titania. Hallo. Okay. Wir kämpfen. Mit einem Ritter. Okay. Wenn er es möchte, dann kämpfen wir. Ritter, das ist cool. Das ist wirklich recht cool. Mag ich. Das Konzept. Weißt du, was ich mir wünsche? Ist das? So ein Mittelalter-Pokémon. So ein mittelalterliches Pokémon. Das wäre geil. Ne? Also richtig so. Früher so mit Burgen, mit Rittern etc. Das wäre mal eine nice Idee. Ein Köfferlanzer. Okay. Wie regeln wir dich?
Gehen wir auch mal mit dem Schadstoff. Vielleicht kriegen wir dich paran. Stahlkäfertyp. Eine Kreuzschere. Die tut weh. Gut. Da gehen wir auf Pyroleo raus. Da kann man vierfach effektiv treffen, das Ding. Und resistieren die Kreuzschere. Zack, Flammenwurf. Und hat sich erledigt. Best! Wieso überlebst du einen Flammenwurf, Kollege? Du Jordan. Das Ding tut mir richtig weh. So, Hyper Voice dürfte jetzt reichen. Ah, oh, sorry, meine Nase juckt gerade ein bisschen. Night Sender. Wir heilen. Wir heilen, 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 heilen. Ja, es wird reichen. Was hat denn der Night-Sender hier zu sagen? Nix. Okay, da werden wir wahrscheinlich hier gegen ein paar Ritterchen kämpfen müssen. Pyroleo geht einfach mal nach vorne und... Jo, wir gucken mal. Hallo? Es ist natürlich ein Doppelkampf. Natürlich. Nidoking und Nidoqueen. Super. Und ein Pyroleo ist vorne. Zumpex. Ja. Zumpex ist eine gute Idee. Hier. Kuko war jetzt gar nicht mal so kacke. Wir nehmen erstmal Nidoking raus. Das ist die Der ist einfach gefährlicher. Wir wollen Nidoking rausnehmen. Also, Nidoking ist eher offensiv und Nidoqueen defensiv. Deswegen alles cool. Na. Na. Wir gehen für einen Waterfall auf Nidoqueen und Kokowai nimmt jetzt dieses Nidoking raus. Komm, Zumpex. Ja, du überlebst. Sehr schön. Bams. Nullo Problemo, sag ich dazu. Gut, das sind sehr gesprächige Ritter. Ruhm und Ehre. Jetzt nochmal zum Thema Stahlarena. Gut, was haben wir jetzt? Lin. Okay. Welcome, Aurönchen. Okay, und danke für das. Okay, Sansi entfernt. Okay, sieh mir zu. Okay, gib mir ein paar Krokodilstränen, ne? Ist klar, was damit gemeint ist. Aber. Act surprised. Wie witzig, ja. No, jetzt lass uns starten. Better keep your guard up. Was? Oh mein Gott, Lin ist hier, ey. Alter, nein. Between Wolf, Witches and Rabbit Holes? Wenn Lin hier ist, das ist gar kein. Das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Ja, war aber klar, dass einer von den Trainer ist. Was macht die hier? Detonator! Okay, die sitzen nicht nur Stahl-Pokémon ein, sondern komplett.
Fortunator, Feuerdrache. Ja, ich muss auf Sumpex raus. Geht nicht anders. Brainbots. Wird hier verstärkt. Aue. Das ist ein Tortonator. Das tut mir weh. So, ich gehe von Earthquake. Sehr effektiv. Stab. Bringt nicht um. Wir haben keine Heilmöglichkeiten, ne? Ha. Okay. Wie besiege ich jetzt dieses Tortonator? Ninetales Dazzling. Ja. Ja. Sehr effektiv. Oh, und wird hier auch verstärkt. Zack, tschüss. Skizio. Das ist Xerox. Dafür haben wir Pyroleo. Gut. Das Lin hier ist, ne? Was hat die vor? Vor allen Dingen, wo ist Titania? Oh oh. Da hat ein ganz böses, ganz, ganz mieses Gefühl. Also, mit dem, was die eigentlich Aim angetan hat. Oh Mann. Titania haben wir schon einiges erlebt. Spirit Bomb. Ist das hier ein Dingenskirchens? Ein Krüppel? Da haben wir ja wieder Ninetales. Gucken wir einfach mal. Ja. Spirit Bomb. Ist ein Krüppel. Das können wir sehr effektiv treffen wieder mit Deslingin. So soll es aussehen. Können wir Sumpex wiederbeleben? Haben wir irgendwas dabei? Ich glaube nämlich nicht. Gerade Sumpex. Das ist unser Biest. Gut. Dann müssen wir ohne hinauskommen. Erstmal. Ich glaube, das wird hier noch ein größeren, längerer Aufenthalt. Miromitch? Okay. Wir drücken die Hyper Voice. Wir haben noch den Seidenschal an, das heißt, es wird verstärkt. Stab. Pyroleo kann Bulldoze werden? Okay. Merken. Da kommen wir hier für einen Dark Pulse. Ja, gut. Jetzt sind wir natürlich langsamer. Wir gehen hier trotzdem für einen Dark Pulse. Oh, Crit. Natürlich. Ich muss hier noch einen Crit reinholen. Was hast du noch? Wir haben noch einen Delphox. Was ist ein Delphox? Wir gehen einfach jetzt für Ninetales. Ich glaube, das ist ein Bodentyp. Delphox. Ah, nein. Haha, das ist Phoenixes. Alter, okay. Und wir haben Sumpex nicht mehr, ne? So, Phoenixes macht Ninetales, Gventula, Starloss und Kokovai lang. Wir versuchen das erstmal mal zu verwirren. Konfusstrahl. Und dann hier Pyroleo zu heilen. Wir brauchen Pyroleo hierfür. Jawohl. Greif dich schön selbst an. Pyroleo ist wieder voll. Psyschock.
Aua. Wir gehen auf Pure Leo raus. Hat ihr gerade mein Item kaputt gemacht? Kein Zeitstock das? Echt? Dessen lieben? Dürften wir überleben? Danke. Ah ja, wir resistieren uns sogar. So, und hier gehen wir für den Duckpulse. Sehr effektiv. Aha. Duckpulse oder Hyper Voice? Hyper Voice, komm. Nein! Polio war jetzt auch noch verloren. Ah, Mann! Ninetales ist definitiv schneller. Will ich Ninetales jetzt riskieren? An der Stelle. Ich gehe auf Gewentula. Drücke hier einfach den Discharge. Das Ding einfach weg. Ey, für Nexus, ey. Eine Healstation wäre echt sexy. Vertraue ich aber noch nicht drauf, dass wir irgendwie eine bekommen. Gut, wir haben die beiden Pokémon verloren, wo war ich mit Feuer gegen. Also, welche eigentlich gegen Feuer. Welche ich gegen Feuer habe. Und jetzt haben wir ein relativ großes Problem. Wenn jetzt nochmal ein Feuer-Pokémon kommt, haben wir echt ein Riesenproblem. Ein Ninetales. Ja, wir gehen hier für das Shot. Schneller. Wow. Okay. Ich weiß, wie schnell ein Ninetales sein kann. Ich hoffe, es ist jetzt mal langsam zu paralysieren mit Discharge. Wäre schön. Danke. Der Aurora Wheel, der ist jetzt böse. Moonblast. Ja, das will ich Ninetales eigentlich auch noch beibringen, wenn wir die TM finden. Okay, wie machen wir Ninetales jetzt? Es greift speziell an. Stalos. Wir müssen auf Stalos trotzdem raus. Stalos resistiert eigentlich alles, was er denn kann, bis auf Eisattacken, wo natürlich sofort eine Eisattacke kommt. Gut getankt. Respekt, Stalos. Iron Tail. Instant Para. Daneben! Das kann doch nicht sein! So, noch so ein Ding dürft's überleben. Wir sind was schneller. Feuersitz. Wird hier Stahlattacken auch noch verstärkt? Ja, cool. Jetzt müssen wir wieder heilen. Zum Glück habe ich genug Ultra-Portions gekauft. Ei. Den Deutel. Boah, Alter, Lin, was? Was? Team ist wieder voll. Gut. Oh mein Gott, was geht hier ab, Mann? Okay, wir sind, scheinen hier ein Turm zu sein. Wir gehen erstmal hoch. Steine. Okay. Kalt. Oh, ja, kalt, kalt. Alone. Geht hier ab. Was?
Alone. Alone. Okay, jetzt steht noch Alone da. Ei. Okay, wir bewegen uns hier im Kreis. Unschön. Lin hat uns hier eingesperrt. Ah, okay, jetzt müssen wir. Das ist irgendein Rätsel. So. Knacke. Ah, guck mal hier. Hier geht's weiter. Okay, Eva hochkrabbeln. Das scheint der richtige Weg zu sein. Was haben wir denn da für eine Note? Info Dragon's Den. Okay. Feuer und Drachentacken stärker. Eieiei. Wenn wir uns jetzt mit Lin anlegen, was? Wir werden sehen. Oröhnchen! Was geht ab? Wer, wo, was? Hier oben! Taka? Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich bin aufgewacht und Lin. Entschuldigung, Oröhnchen. Wirklich, zutiefst Entschuldigung, ja. Ich wusste nicht, dass sie hier ist, ja. Ich wusste das alles nicht, ja. Bitte glaub mir. Ich bin, okay, ich werde einen Weg zu dir finden. Und einen Weg runterfinden, okay. Salt on, please. Okay. Taka wird hier auch noch mit reingezogen. There you are. Titania ist hier. You are. Okay, du. Ich war eigentlich fertig für. Listen. Okay, sie hat einen Plan. Ja, wir vertrauen ja. After everything. If done. Sie ist nun bei. Oh, forget it. Was? Ja, hier muss es. Oh, wir haben den Schlüssel. Wir haben den Saphir-Schlüssel. Er hat sie ja mitgenommen, genau. So. Okay, wir werden später sehen. Nein, Titania, leg dich nicht mit Lin an oder so, ne? Das geht übel aus. Warte. Dragonguards hier. Ist das hier was wie eine Drachenhöhle oder was? Oh, ist das auch dieses Drachenfeld? Kann das sein? Was wir da vorhin die Note bekommen haben. Dragonfang. Okay, Drachenzahn. Werden wir uns jetzt mit einem Drachen-Pokémon anlegen. Unterpusht. Deswegen mal checken. Eigentlich ist der Part jetzt hier zu Ende. Aber ich will euch nicht auf Folter spannen. Ich will es sehen. What the heck? Das Ding ist Level 90. Ha! Ein Reshiram.
dich möchte ich. Eventuell überlebst du das? Ich möchte dich paralysieren, bitte. Der Part hätte hier zu Ende sein sollen. Oh, Scheiße. Nein, Tets mit dem Deathwing lieben bringt hier nicht allzu viel. Wasserattacken bringen hier nicht allzu viel. Das Ding ist Drache Feuer. Ein Earthquake tut dem Ding weh. Wenn wir den Dragon Pulse überleben. The heck? Können wir dich verwirren? Blue Flare! Ja, hier ist jetzt Voodoo, das ist noch nicht mal schöner als das Ding. Wir haben ein Problem. Wir haben gerade ein ganz großes Problem. Ich werde meine Pokémon irgendwie trainieren müssen. Gegen dieses Ding. Das One-Hit mir alles weg. Problem ist, wo werden wir aufwachen? Kriegen wir eine Bulldoze? Ach, als ob wir eine Bulldoze rausbekommen. Das ist ein Reshiram. Gut. Ja, es ist gerade so sinnfrei. Ich kann nichts gegen das Ding tun. Wo wachen wir auf? Wir wachen hier auf. Das heißt, ich kann den ganzen Weg wieder zurück. Oh, Alter. Gut. Ich werde meine Pokémon ein bisschen noch trainieren und vielleicht haben wir dann eine Chance gegen dieses Reshiram. Alter Schwede, ey. Wir müssen das Ding besiegen, ne? Das wird ja lustig. Was war das hier für ein Part? Okay. Falls euch der aber gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen freuen. Teilen und liken nicht vergessen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Euer Brötchen. Ciao.